Hallo, liebe Brettspielfreunde, willkommen bei Spielwald. Ja, Regeln habe ich euch gezeigt, Aufbau habe ich euch auch gezeigt und jetzt kommen wir zum Solospiel für Zolkin. In 1,5 Wochen haben wir ja dann das Live-Let's Play mit Zolkin, aber ich möchte vorher sowieso schon mal nochmal Solo spielen, um ein bisschen in die Mechanik reinzukommen. Und ja, dann dachte ich, nehme ich es auch gleich auf und dann könnt ihr es euch auch gerne anschauen. Zum Solospiel gibt es nochmal zu sagen, es gibt zwei Varianten. Es gibt einmal, wie heißt Only You, glaube ich, und einmal die Variante mit Yopi. Ich habe die Only You-Variante schon zweimal gespielt. Ist natürlich nichts Aufregendes, weil man im Endeffekt nichts anderes macht, als alleine Punkte zu sammeln. Und bei Yopi ist es einfach so, dass man eine Art Automa hat, der durch Würfeln bestimmt wird, was er macht. Und das möchte ich jetzt einfach mal ausprobieren. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Und dann lege ich einfach mal los. So, ihr seht, Aufbau hat sich ein bisschen verändert. Wer also mein Spielaufbau-Video gesehen hat oder auch das Regelvideo sieht, dass sich jetzt ein bisschen verändert hat. Es ist einmal Folgendes. Ich habe das nicht gedreht. So. Gut, einmal Folgendes. Wir haben hier Jopi, wir haben hier die Nichtspielerarbeiter, die reinkommen und wir haben die auch jetzt noch nicht verteilt, weil zuerst Jopi auf die Felder kommt und dann eben die Nichtspieler. Und wir haben hier auch 6 Monumente und statt 4 bei 2 Spielern und die Monumente werden auch immer wieder aufgefrischt. Das heißt, wenn ein Monument wegkommt, wird es wieder aufgefrischt, weil auch Jopi eben auch Monumente sammelt. Gut, dann schauen wir mal, wo Jopi hinkommt. Wir fangen Palenk 1, 2, 3, 4, 5 und bei der 6 kommt er wohin? Die 6. Und stellt von Arbeit auf das Feld, dass die Kosten des Würfelwerts besitzt. Achso, nein, ja, natürlich. Wir fangen einfach hier an und spielen durch. Entschuldigung. Gut, okay, also wir fangen hier oben an, hier auf die 4. Dann haben wir die 1. Dann haben wir nochmal die 4. Die 3. Und die 1. So, und jetzt machen wir das Thema mit den Nichtspielern, mit Nichtspielerarbeitern. Wir fangen einfach an. Jagdschild an 5. Da ja das nicht der erste ist, der hier reinkommt, kommen eben auch gegenüber keine rein. Und es bleibt natürlich dabei, mehr als 4 dürfen dann nicht drauf. Dann haben wir Palenke 1. Dann haben wir Jagdschlan 3. Dann haben wir Tikal 1. Dann haben wir Uxmal 7. Chichen Itza 10. Chichen Itza 5. Tikal 3. 3. Chichen Itza 3. Yaxchilan 1. Das ist hier oben. Oh, das ist schon besetzt. Okay. Dann machen wir Chichen Itza. Da haben wir schon 4. Dann kommt Palenk 3. Hier. Und Jagdschlan 7. Ja, hier oben. Und dann noch Tikal 7. So, dann haben wir alle gezogen. Jetzt drehen wir alle wieder um, mischen das Ganze. Dann nehme ich mir 4 Stück, suchen wir wieder 2 aus. Und danach nimmt sich eben Jopi auch noch 4 Stück und bekommt entsprechend Kristallschädel. Und Aufwertungen in der Technologie und so weiter. Gut, okay, dann schauen wir mal.
Einmal, oh, Kristallschädel, das sollte ich mir nicht entgehen lassen. Okay, ich glaube, ich entscheide mich für die beiden, auch wenn es deutlich weniger Mais ist. Fange dann nur mit 7 Mais an, habe dann aber auch gleich ein Gold, habe da einen Vorteil und vor allem bekomme ich gleich einen Kristallschädel und könnte da halt hergehen und gleich Richtung Mais gehen. Das macht, glaube ich, auch Sinn. Macht das Sinn, macht das keinen Sinn? 13 Mais am Anfang zu haben, ist natürlich auch nicht so schlecht, wenn man gleich was machen kann. Hätte ich halt kein Gold und ich hätte keinen Technologiefortschritt. Ich glaube sogar, ich mache das hier. Ja. Genau. Gut, ich lege die beiden hier weg. Bekomme die, das heißt, ich bekomme 13 Mais. Achso, ich habe noch die von vorhin. Ja, egal. Die habe ich jetzt halt nicht reingemischt, dann schmeiße ich die hier mit raus. 13 Mais, bekomme ein Holz und einen Stein und bekomme auch einen Kristallschädel. So. Okay, dann nehmen wir die auch raus und ziehen 4 für. Gut, das heißt, er bekommt die 2 Fortschritte. Das heißt, er geht schon mal hier 2 hoch. Im Tempel geht er. Achso, nee, doch, im Tempel geht er auch hoch. Er kriegt ja alles, was auf dem Ding ist. Und jetzt nimmt er die 2 mit den meisten Ressourcen. Das sind die beiden, das sind 10, das sind 13. Das bedeutet, er bekommt jetzt für 12 Stück 6 Kristallschädel. Er kriegt also pro 2 Ressourcen einen Kristallschädel. Da ist noch eine Ressource übrig. Ich muss gleich nochmal gucken, was er dann bekommt bei einem ungeraden, bei einer ungeraden Menge. Da bekommt er okay, ein Siegpunkt. Gut. Okay, dann wäre der Aufbau fertig. Jetzt habe ich meine. Ja, wieder schlau. Das war meins. Und das war meins. So, okay. Gut. Startplätzchen kommen dann weg. Startspielerplätzchen kommt zu mir, das heißt, ich fange auf jeden Fall an. Und ich habe 3 Arbeiter und würde dann hergehen, da ich jetzt doch viel hier habe und einen Kristallschädel habe ich auch schon mal, setze ich doch gleich mal hier einen ein für 0, setze hier einen ein für 0. Und hole mir aber trotzdem hier mal nachher noch Mais. So, das bedeutet, ich habe jetzt 3 gesetzt, 3-mal auf die 0, muss aber 3 bezahlen, weil ich natürlich 3 gesetzt habe und werfe die hier rein. Und dann kommt Jopi dran. Er macht seine Aktion auf, das war die 4. Macht seine Aktion eben auf Uxmal. Und er macht es folgendermaßen, dass er würfelt und Jopis Aktion, wenn er spielt, genau, sie Jopis Zug. Müssen wir mal ganz kurz gucken. Jopi, genau. Um den Ort zu ermitteln, indem seine Arbeit anschließend entsprechende Aktion ausführt. Welt ohne Kosten werden alle Plätzchen erzeugen. Ah, okay. Genau, das heißt, er macht also seine Aktion in Uxmal. In Uxmal steht sein, und hier unten, steht er hier auf der 3. Und auf der 3, Jopi verliert 2 Siegpunkte und führt Aktion 1 aus. Gut, das heißt, er geht hier wieder zurück
und er steigt in einem Tempel um eine Stufe nach oben. Den Tempel bestimmst du wie folgt. Das heißt, ich würfel jetzt eine 3 und eine 4 wären eben der mittlere Tempel. Das heißt, er geht hier eins hoch. Okay. Auf allen drei Tempel ist noch ein Aufstieg möglich. Genau. Gut. Dann haben wir das gemacht. Jopi ist also da aufgestiegen, hat seine Punkte dafür verloren und wir legen hier ein Maisplättchen drauf, weil wir haben keinen Startspielerwechsel. Das heißt, es geht eins weiter und ich bin wieder dran. Und da ich keine Arbeiter mehr habe, nehme ich natürlich einen zurück. Das war auch das, was ich wollte. Das heißt, ich zahle 3 Mais, bekomme 2 zurück und steige in einem Tempel auf. Ein Tempel meiner Wahl. Und ich würde einfach mal hier hochgehen. So. Gut, hier weiß ich übrigens nicht, also ich finde es in den Regeln nicht, könnt ihr mal sagen, falls ihr was findet oder falls ihr was wisst, ob man diesen Bonus sofort bekommt, weil laut den Jopi-Regeln ja, laut den Regeln im Heft, also im Regelheft, steht nichts drin, dass man diese Boni sofort bekommt, sondern erst im Erntefest. Und so werde ich es jetzt einfach auch spielen, dass die Boni eben erst im Erntefest gibt. So, dann ist Jopi wieder dran. Jopi auf der 2 und die 2 ist, ich muss da immer wieder gucken, weil ich das erste Mal auch spiele, ist Yaxchilan. Und auf Yaxchilan steht Jopi auf der 2 und auf der 2 erhält er einen Siegpunkt und seine Technologieboni. Für die Technologieboni, den er jetzt hat, da gibt es auch extra eine Tabelle, bekommt er jetzt im Endeffekt 2 Siegpunkte. Also er bekommt hierfür jeweils einen Siegpunkt. Und hierfür einen, hierfür 2 und hierfür auch einen. Und die kumulieren ja, also bekommt er eben für die beiden Felder jeweils einen Siegpunkt, also bekommt er 2 Siegpunkte. Es gab wieder keinen Spielerwechsel, Startspielerwechsel, also bleibt es so. Gut. Dann bin ich wieder dran. Nein, halt, natürlich nicht. Jetzt dreht sich das Rad weiter. So, ich nehme mir jetzt den Arbeiter hier raus, weil ich nehme mir ein Maisernteplättchen und nehme mir 4 Mais. So. Und dann ist auch Jopi wieder dran. Und Jopi hat eine 6 und jetzt wechselt nämlich der Startspieler. Und dann passiert Folgendes. Jopi ist eben nicht Startspieler, das Feld ist noch unbesetzt. Das heißt, Jopi kommt hier rein und zu Beginn seines Zugs befinden sich 5 oder mehr auf der Kalender. Ah, okay, Jopi hat in seinem Zug eine 6 gewürfelt, genau. Das heißt, er geht jetzt her. Die kommen in den Vorrat zurück. Und Jopi bekommt eben den Stadtspieler und am Ende dieses Zuges wird eben die Tafel der Kalender 2 vorgestellt und die Tafel umgedreht. Da ich ja schon dran war und Jopi jetzt dran ist, als er der zweite war, ist jetzt auch der Spielzug fertig. Hier wird ein 2 gedreht, Jopi nimmt seinen Arbeiter wieder zurück und geht hier weiter. So, jetzt stehe ich hier unten ja eigentlich schon ganz gut. Ich warte aber hier noch ein bisschen ab. Ich möchte eigentlich, glaube ich, dahin. Das ist ganz gut, das passt hier schon mal. Das heißt, ich setze jetzt auf jeden Fall Arbeiter ein in dieser Runde. Und ich möchte auf jeden Fall Fortschritte machen. Und am besten natürlich gleich deren mehrere. Das passt eigentlich ganz gut. Wenn das jetzt 1 fährt, kann ich im Endeffekt 3 Fortschritte machen. Das ist eigentlich echt ganz praktisch. Das heißt, ich habe 0 und 2. Und da ich 2 eingesetzt habe, zahle ich noch einen mehr. Das heißt, ich zahle 3. Gut, Fehler gemacht. Jopi ist zuerst dran. Mache ich jetzt aber einfach und danach mache ich dann meinen Zug. Also Jopi auf der 4. 4 war Uxmal. In Uxmal sitzt Jopi gerade auf der 7.
Und wenn er auf der 7 ist, würfelt er nochmal. Die 1. Juppi führt Aktion 1 in Uxmal durch. Das heißt, Juppi steigt wieder einen Tempel auf. Wir gucken, wo. Den Zweier. Das heißt, Juppi steigt hier 1 auf. Gut. Hat jetzt meins nicht beeinflusst, von daher kann ich es einfach so lassen. Ich habe eben die Sachen gesetzt und bin dann auch fertig. Und wir gehen 1 weiter. Und Juppi ist wieder dran. Ah, wir haben keinen Stadtspielerwechsel gehabt. So. Oh, Juppi auf der 6. Das heißt, wenn er schon Stadtspieler ist, passt er nämlich. Und gibt mir eben den... Ja, das kommt auf jeden Fall weg. Er passt ansonsten und gibt mir den Stadtspielermarker. Und dann bin ich ab sofort wieder Stadtspieler. Und ich komme jetzt auch noch dran, weil Juppi hat ja den ersten Zug gemacht. Das heißt, ich mache jetzt ganz klar das hier. Das war ja mein Ziel. Und dann werde ich 2 Stufen in der Technologie hochgehen und werde... auf jeden Fall hier 1 hochgehen. Dafür zahle ich eine Ressource, zahle ich mal ein Mais. Das heißt nochmal ein Mais zahlen und ich überlege. Nee, das macht keinen Sinn. Ich dürfte dann zwar das machen, aber dann möchte ich ja eigentlich. Gut, ich könnte natürlich hier noch ein bisschen bleiben und könnte da nachher hoch. Ja, ich möchte aber da hoch. Also werde ich dann nicht bleiben. Das heißt, wenn ich Gebäude baue, bekomme ich noch Mais dazu. Dann mache ich doch einfach mal das hier und gebe einfach noch ein Mais aus. Gut, dann gehen wir wieder 1 weiter. Jetzt bin ich ja Stadtspieler. Das heißt, ich bin auch gleich wieder dran. Und ich wollte ja das hier machen. Das heißt, es gibt mir 8 Siegpunkte. Ich muss meinen Kristallschädel einsetzen. Ich bekomme eine Ressource nach Wahl. Ich würde glatt Holz nehmen und ich muss schauen, dass ich gleich in der nächsten Runde, das ist gar nicht gut, ich habe zu wenig, ich habe genau richtig, ja, okay, passt. Mais ist dann halt nachher weg, das heißt, ich muss nachher gucken, dass ich an Mais komme. Ja, sieht gar nicht so gut aus, was Mais angeht. Okay, muss ich schauen. Dann ist Juppi dran. Und Juppi würfelt eine 5. Und bei einer 5 macht Juppi seinen Einsatz auf Chichen Itza. Das heißt, er steht auf der 7. Setzt einen... Wir sind nicht in den Standardregeln. Folgendes hat Jo kein Pass mehr, passt er. Gut, das heißt, er setzt hier ganz klar seinen Kristallschädel rein, bekommt 10 Siegpunkte. Das ist 13. Und geht in dem Tempel noch 1 hoch. Gut. Das war es dann auch schon für Juppi. Und dann ist die Runde auch rum. Dann kommt die nächste Runde. So, jetzt muss ich ja Arbeiter einsetzen. Jetzt muss ich nur gucken, ich darf kein Mais ausgeben. Das ist ein bisschen problematisch, weil da 0 besetzt ist, hier ist 0 besetzt, hier ist 0 besetzt. Hier habe ich keinen Kristallschädel, macht doch keinen Sinn. Und hier ist auch die 0 besetzt. Läuft ja suboptimal. Wenn ich nämlich jetzt einen Mais ausgebe, habe ich das Problem, ich kann meine 3 Arbeiter nicht bezahlen. Und wenn ich nicht bezahlen kann, habe ich das Problem, dass ich... Ich komme da jetzt gerade nicht wirklich ran. Nee. Dann muss ich jetzt einfach hier einen Arbeiter einsetzen. Also anderes bleibt mir einfach nicht übrig. Ob es jetzt Sinn macht oder nicht. Es war Stadtspielerwechsel, das heißt genau, da bleibt jetzt liegen. Dann kommt Juppi, würfelt eine 6, dadurch haben wir wieder einen Stadtspielerwechsel.
Und gut, es wird auch nur eins vorgestellt, weil Jopi die Tafel ja schon umgedreht hat. Jetzt wird aber auch das Erntefest ausgelöst. Das bedeutet, Jopi bekäme hier eine Ressource und hier eine Ressource und hier eine Ressource. Jetzt muss ich mal genau schauen. Jopi, wenn er Ressourcen bekommt, bekommt er ja Siegpunkte. So, jetzt wird er Rohstoff nach Jopi selbst keine Rohstoffe. Ah, er bekommt wieder einen Kristallschädel für zwei Rohstoffe und die ungerade Zahl. So, das heißt, einen und einen Siegpunkt. Und ich bekomme eben auf jeden Fall mal ein Holz. Wahnsinnig viel. Und ich glaube, in der Mittleren gibt es ja sonst nicht viel. Ne? In unserer Mitte. Na, das war's. Gut, genau. Okay, dann ist das Mittelalterfest auch schon rum. Wir drehen eins weiter. Es gab einen Startspielerwechsel, das heißt, hier kommt auch nichts drauf. Und Jopi fängt auch an, weil er ja Startspieler ist. Auf die 5 bedeutet, er macht auf Chichen Itza wieder seinen nächsten Zug. Er steht jetzt auf der 9, geht also her, setzt seinen Schädel hier rein, bekommt 13 Siegpunkte. Ich glaube, ich gehe hier echt unter. Ich habe auch keine Ahnung, wie ich das schaffen soll. Geht hier wieder eins hoch und bekommt für das Fragezeichen, die Art, die am meisten einbringt. Ah, okay, bleiben im Vorrat. Nur im anspruchsvollen Spiel bekämen wir jetzt auch noch einen Siegpunkt. Das machen wir aber nicht. Das ist schon anspruchsvoll genug. Für mich zumindest. Okay, dann bin ich dran. Und jetzt kann ich mal ein bisschen was machen. Ich setze mal auf jeden Fall einen hier ein. Und einen hier. Dann muss ich einen Mais bezahlen. Ja, wobei das echt, den kann ich nicht zurücknehmen, da kriege ich nur 3 Mais. Es ist irgendwie, ja, ist das ein bisschen unbefriedigend hier gerade. Okay, also ich habe es noch nicht so ganz raus, muss ich eingestehen, aber ich mache jetzt einfach mal weiter. So, ich war dran und dann war auch kein Startspielerwechsel diesmal. Und Jopi beginnt wieder. Auch wieder auf der 5, das heißt wieder auf Chichen Itza. Auf der 10, das heißt, er geht hierher, bekommt 11 Siegpunkte, also bei 38 und steigt hier nochmal 1 auf. Ja, läuft 1 und 3. So, ich brauche mal dringend Kristallschädel, ich bräuchte dringend Gebäude, ich bräuchte dringend überhaupt irgendwas. Ja, ich muss jetzt was wegnehmen. Ich würde sogar fast sagen, dass ich es jetzt einfach so mache. Irgendwie läuft das echt ein bisschen Panne gerade. Naja, wenn ich jetzt wegnehme, kann ich wieder kein Gebäude bauen. Eigentlich will ich Gebäude bauen. Also lasse ich ihn stehen, nehme ich ihn halt hier raus und nehme mir 3. Okay, und wir haben wieder eins weiter und haben keinen Startspielerwechsel gehabt. Und dann kommt eben Jopi wieder dran. Die 1 ist Palenk. Palenk steht er auf der 3. Auf der 3 bekommt er, hält einen, sollte nur noch vorhanden sein, bekommt er einen. Okay, also bekommt er jetzt hier einen davon. Und Jopi hat immer seinen Technologieboni, falls vorhanden und falls er ein Plätzchen genommen hat, einen Siegpunkt. Technologieboni hatte hier keinen und einen Siegpunkt bekommt er aber. Na gut, okay. Dann bin ich dran und ich möchte jetzt auf jeden Fall ein Gebäude bauen. Ich überlege aber, ob ich nicht nachher hergehe und lieber sogar 2 Gebäude baue. Das könnte ich mir nämlich eigentlich leisten.
Ja, ich warte hier noch. Das heißt, ich setze ihn hier ein und da oben ist jetzt ganz gut. Da gehe ich sogar hin und setze 2 ein. Jetzt muss ich nachher nur gucken. Macht nicht ganz viel Sinn, weil ich muss ja in der nächsten Runde wieder einen wegnehmen. Ja, irgendwie läuft es noch nicht so. Naja, ich mache einfach mal weiter. So, wir haben keinen Stadtspielerwechsel. Jopi ist dran. Jopi würfelt auf der 1. Die 1 war Palenk. Jopi sitzt hier oben. Das heißt, er nimmt sich wieder einen hier. Und 5 bis 7 befinden sich auf dem anderen. Nein, halt. Macht er gar nicht. Auf der 5 geht er nämlich her. Befinden sich auf anderen Aktionsfeldern von Palenk noch Mais, dann nimmt er den hier weg. Na super. Ganz klasse. Okay, ja, ganz toll. Und bekommt natürlich dafür auch wieder ja, einen Siegpunkt. Ja, dann bleibt mir nichts anderes übrig. Nimm das hier, nimm den hier raus und bekomme 2 Holz. Und es geht eins weiter und es gab auch wieder keinen Startspielerwechsel. So, Jupi ist dran. Okay, Startspielerwechsel, das heißt, er passt, gibt den mir und das geht alles hier rein. Gut, dann bin ich dran. Ich werde ja, 2 Gebäude bauen. Und zwar werde ich auf jeden Fall einmal eine Farm bauen. Und ich werde das hier bauen. Ich bekomme einmal ein Mais. Bekomme ich nur einmal. Das Symbol bedeutet, dass der Bonus nur einmal oder für das erste Gebäude gilt. Das heißt, ich kann jetzt hier eins hoch und ich darf hier eins hoch. Der Wahnsinn. Ja, läuft noch nicht so richtig gut. Gut, machen wir weiter. Jetzt haben wir im Endeffekt auch schon das halbe Spiel durch. Und wir haben gleich ein großes Erntefest. Das heißt, erstmal bin ich diesmal dran. Den kann ich jetzt im Moment leider vergessen. Der wird irgendwann vom Rad fallen. Das ist ein bisschen doof, weil der tot ist sozusagen. Und ich brauche auch dringend Arbeiter. Dann würde ich einfach mal sagen, gehe ich mal hierher für 1. Und nicht wirklich so grundsätzlich unzufrieden mit der Gesamtsituation und so. Ich könnte natürlich hierher gehen, dann könnte ich insgesamt 4 bezahlen und könnte in der nächsten Runde schon einen neuen Arbeiter bekommen. Bräuchte da mal dringend demnächst. Nee, ja doch. Ach so, ich habe ja vorhin bezahlen müssen. Habe ich einen Fehler gemacht? Ich habe ja vorhin eigentlich 6 Mais bezahlen müssen. Die habe ich, glaube ich, nicht abgegeben. Ich glaube, da habe ich einen Fehler gemacht. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Okay, also jetzt muss ich erstmal gucken. Ich muss im Endeffekt jetzt für 3 Arbeiter, die ich habe, 4 Mais bezahlen. Und wenn ich den dann holen würde. Also hier müssen wir noch Gebäude auslegen. Wobei die kommen jetzt eh gleich weg, das ist Blödsinn. Egal. Jetzt muss ich echt kurz überlegen. Ich könnte die natürlich für 4 Mais wieder ausgeben. Dann hätte ich aber keine Rohstoffe mehr in der nächsten Runde. Und könnte mir einen Arbeiter holen.
Dann hätte ich wieder drei Arbeiter. Ja, irgendwie weiß ich noch nicht so richtig, was ich machen soll. Weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Oder ob ich mit den Rohstoffen lieber probiere, gleich neue Gebäude zu bauen. Zumindest eins vielleicht. Das hier. Also ich gebe zwei, ich gebe drei ab, habe ich zwei wieder. Oh, dann habe ich aber nachher wirklich gar keinen. Na gut, egal. Bleibt mir jetzt gerade, glaube ich, nichts anderes übrig irgendwie. Na gut. Gut, dann war ich dran, dann kommt Jupi dran. Jupi wirft eine 3 und darf dann auf Tikal seine Aktion ausführen. Steht auf der 7. Und eines neuen Würfelwurfs. Bei einer 6 würfelst du es lange erneut, bis der Wert kleiner als 6 ist. Ah, okay. Einer 4. Gut. Jupi erhält 2 Gebäude oder ein Monument. Ein neuer Würfelwurf darüber, ob er ein gerader Würfelwert oder 2 ungerade. Okay. Das ist ein gerader Würfelwurf, das heißt, er bekommt ein Monument. Und dann nimmt er das erste hier. Oder nee, halt, dann muss ich wieder mit Würfelwurf entscheiden. 1, 2, 3, 4, 5. Na super. Auch noch so eins. Gut, das heißt. Ah, okay. Der Bonus ist hier einfach nur. Ja, jetzt muss ich gucken, was der Bonus hier bedeutet. Finde ich nicht. Der Spieler hat 3 Siegpunkte für jeden in Chichen Itza eingesetzten Kristallschädel, unabhängig davon, wer ihn dort eingesetzt hat. Ja, super. Es sind 12 Siegpunkte. Also, ja. Wahrscheinlich holt er mich gleich jetzt nochmal ein. Und, ja. Schön. Super. Jetzt kommt eben das große Erntefest. Jetzt wird geschaut, wo wir stehen mit unseren Plätzchen und bekommen dementsprechend auch die Punkte dafür. Das heißt, hier bekommt erstmal jeder 2 Punkte. Da wir hier gleich sind, ist es so, dass der Stufe, auf welcher in deinem Tempo höchsten steht, beim Gleichstand erhalten alle daran beteiligten Spieler einen halben Bonus. Das heißt, es ist die kleine, also ist erst Mitte drin, das heißt hier oben. Ah ne, der erst, ne genau, der ist kleine. Gibt also für jeden 1. Dann sind wir hier, dann bekommt er 6 Siegpunkte. Ich bekomme einen Siegpunkt, er steht am höchsten, bekommt also auch nochmal 2 Siegpunkte. Hier bekommt jeder einen Siegpunkt und da sind wir wieder gleich, bekommt jeder 2 Siegpunkte. Ja, läuft super. Also ich habe jetzt mal 15 und er 66 Siegpunkte. Ja, ich bin fasziniert. Also läuft noch nicht so wirklich. Da bin ich ja mal gespannt. Ja, dann ist es auch rum. Und ich bin auch dran, das heißt, es gab keinen Spielerwechsel. Das ist natürlich hier drauf. Und jetzt würde ich hergehen. Ah, halt, jetzt haben wir Folgendes. Also A kommt natürlich ein Monument drauf. Ein neues. Und die Gebäude werden ausgewechselt. Das heißt, hier kommen die Zweiergebäude drauf. Und das war genau das. Ah ja. So, ich muss übrigens noch was machen. Ich muss ja noch meine Arbeiter bezahlen. Das habe ich nicht, glaube ich, vorhin vergessen. Ich habe ja eine Farm, also muss ich im Endeffekt 2 Arbeiter bezahlen. Das heißt, mein Mais ist komplett weg. So, jetzt nehme ich mir aber auf jeden Fall dieses Gebäude. Das heißt, jetzt, ab jetzt habe ich 4 Arbeiter frei, die ich nicht bezahlen muss. Und das ist eigentlich schon ganz praktisch. Das war eigentlich genau das, worauf ich so ein bisschen gehofft habe. Und
Dann ist mein Zug auch schon wieder durch. Ah ne, ich bekomme noch einen Mais. Ich habe ja ein Gebäude gebaut. Das ist super. Wahnsinn. Und dann hat er auf 1, das heißt auf Palenk. Da steht er auf einer 0. Das bedeutet, glaube ich, jetzt muss ich nochmal kurz gucken. Zum anschließenden Sprechen der Aktion befindet sich Jobi 0, befindet sich Feld ohne, werden alle Plättchen. Alle Plättchen vom Zeugenrad in den Vorrat zurückgelegt. Okay, gut, das heißt, das kommt einfach zurück und er passt. Gut, eigentlich auch mal nicht schlecht für mich. So, jetzt ist, genau, dann sind wir durch. Wir haben keinen Startspielerwechsel. Und jetzt muss ich dann mal überlegen, was ich mache. Aber da, der ist mal komplett verkürzt. Dann mache ich natürlich das hier, weil ich möchte noch einen Arbeiter haben. Und dann kommt Jopi. Und Jopi hat einen 2 gewürfelt und wäre nach Jaxchilan. Und da steht er auf der 6. Und dann sind wir hier. Jopi hat einen Kristallschädel und seine Technologie-Boni. Das heißt, 1, 2. Mehr hat er auch noch nicht. Das heißt, es gibt 2 Siegpunkte für ihn. Und dann geht es schon wieder 1 weiter. Und wir haben keinen Startspielerwechsel. Und dann bin ich dran. So, jetzt muss mir dann langsam mal was einfallen. Also auf jeden Fall gehe ich mal hierher. Das ist schon der eine, weil mehr kann ich ja eigentlich schon wieder nicht machen. Das ist echt ganz schön nervig gerade, dass ich da nicht wirklich weiterkomme. Ja gut, dann ist Jopi schon wieder dran. Mit einer 6, dann wechselt der Startspielermarker. Die gehen hier rein. Ich muss immer noch mal nachgucken. Genau, das war das Drehen des Rades, das kann er ja nicht, also geht es einfach 1 weiter und da Startspielerwechsel war, passiert ja hier nichts und Jopi fängt auch wieder an. Mit einer 2, das heißt wieder auf Jaxchilan und da steht er auf einer 0 und dann passiert nichts, also er steht auf einem Feld ohne, dann passt er. Dann bin ich dran, der fällt übrigens runter, den kriege ich und ich... Ja gut, ich könnte jetzt, ne, ich kann keinen einsetzen, doch einsetzen könnte ich auf eine 0. Leider ist keine einzige 0 frei, außer der und die bringt mir gerade überhaupt nichts. Also nehme ich ihn zurück, nehme das hier und da ich den Boni hier habe, bekomme ich 5 Mais. Und dann geht es weiter und es gab keinen Startspielerwechsel und Jopi ist dran. Jopi hat eine 1 gewürfelt, das heißt er ist hier dran und dann ist er hier vorne, da gibt es kein Plättchen mehr. Da erhält er sowieso nichts außer einen Technologiebonus, hat er keinen, gibt es also nichts für ihn. Ja, so hätte es mal ein bisschen öfter laufen können, aber ich komme halt überhaupt nicht vorwärts, weil ich auch überhaupt keinen Mais habe. Also ich brauche auf jeden Fall nochmal Mais, einmal. Ich muss gucken, dass ich mal wieder was baue oder da vorwärts komme. Wäre hier und dann setze ich ihn hier ein. Das heißt, ich habe 3 eingesetzt und nehme mir noch 2 wieder zurück. Und dann geht es auch wieder 1 weiter. So, Jopi ist dran. 5. Die 5 ist Chichen Itza, genau. Ah, da ist schon ein Schild. Legt er sein Gesetz auf das nächste freie Feld davor. Das nächste freie Feld ist dann das hier. Das heißt, Jopi bekommt wieder 2, 4, 6, 8 Siegpunkte und geht hier 1 hoch. Also das ist echt stark, vor allem weil er so viele Kristallschädel auch bekommt. Na gut, was mache denn ich? Das will ich noch drauf behalten, das möchte ich drauf behalten. Das möchte ich auch noch drauf behalten. Ich muss eigentlich da mal da hoch, aber das ist irgendwie, ich weiß echt noch nicht so richtig bei dem Spiel, wie man da richtig zu Potte kommt. Das
So, ich müsste jetzt auf jeden Fall einen einsetzen. Das mache ich jetzt hier auch. Kostet mich nichts, aber es ist auch schon wieder ein Zug, der mir irgendwie nichts bringt. Okay, dann geht's. Ah, nee, ich könnte ja. Moment. Ich könnte mir ja einfach auch den Startspielermarker holen und mir die zwei Dinge und dann kriege ich den wieder zurück. So mache ich das jetzt nämlich. Dann geht es nämlich eins weiter und ich bin auch gleich wieder dran. Ein Gebäude kann ich mir keins kaufen. Jetzt kann ich ihn nochmal einsetzen. Ich würde fast sogar sagen, ich gehe da hoch. Oder ich gehe nochmal daher. Ne, da kann ich mir nur das holen. Boah. Ich gehe dahin. Okay. So, das ist meins. Und dann kommt Jupi dran. Und Jupi würfelt eine 2 und ist mit Jax Shilan. Und bei Jax Shilan sitzt er auf der 1. Dann bekommt er einen Siegpunkt und seinen Technologiebonus. Das sind 3. 1, 2, 3. Das ist, ja. Gut, und dann kommt Erntefest. Das bedeutet, ich bekomme einen Stein, ich bekomme ein Holz. So, und bei Jopi war es nochmal, noch mal gucken kurz. Ah ja, für 2 Rohstoffe, genau. Also bekommt er 1, 2, 3, 4 Rohstoffe, dafür bekommt er 2 Kristallschädel. Ja. So. Ja, dann wird weitergedreht. Ich habe mir ja vorhin den Startspielermarker geholt und war jetzt kein Wechsel in der Runde. Und ich bin dran und nehme mir hier auf jeden Fall 5 Mais. So. Achso, ich musste keinen bezahlen. Ich habe ja 4 gehabt. Vergesse ich immer, Arbeiter bezahlen. Aber diesmal war es ja egal, weil ich keine zahlen musste. Dann ist Jopi dran. Hat eine 1, das heißt auf Palenk. Und da oben, da war das nächste von denen. Aller sucht dazu einen vom perfektesten. Gut, das heißt, er nimmt jetzt das hier. Und dafür bekommt er einen Siegpunkt. Okay. Dann geht's weiter. Es gibt wieder keinen Startspielerwechsel. Und ich nehme mir diesmal einen Kristallschädel. Dass ich wenigstens da mal noch ein bisschen was hinkriege. Und den lasse ich stehen, den hole ich nächsten Runde und den hole ich auch in der nächsten Runde. Okay, mal schauen, ob das was wird. Dann ist Jopi dran, würfelt die 3, macht seinen auf Tikal. Und auf Tikal steht er auf der 6, das heißt, Jopi erlebt einen Kristallschädel. Es ist auch alles an Kristallschädel weg. Super. Unglaublich. Und sein Technologiebonus, das ist ja der hier, da hat er keinen, gibt es also nichts. Okay. Ah, okay, das ist auch der Bonus für da oben. Verstehe. Gut, ja, okay, jetzt langsam mache ich das hier auch nochmal, aber ich komme ja hier überhaupt, also ich weiß noch nicht. Kommt noch nicht so weit. Okay, also eins weiter. Das Spiel ist irgendwie gleich fertig und ich habe noch überhaupt nichts auf die Reihe gekriegt. Ich mache einmal das hier, gebe einen Rohstoff aus und bekomme, bei ich behalte mal das Holz, glaube ich, gebe sogar Mais lieber aus. Und darf dann auf 2 Tempel fortschreiten und würde
aber ich darf zwei Schritte machen. Ich gehe einmal hier hoch und ich gehe einmal hier hoch. Gut, oder auch nicht. So, das war eins und dann nehme ich auch das noch und nehme mir nämlich noch, ja, ich nehme jetzt ein Gold und zwei Mais. Und dann kommt Jopi dran, auf der 3, das heißt wieder auf Tikal. Tikal auf der 7 heißt, genau, also nochmal würfeln, die 4. Jopi erhält 2 Gebäude oder ein Monument, dann schauen wir mal wieder. 3 ist ungerade, bedeutet er bekommt 2 Gebäude. Ne, er bekommt halt 2 Gebäude, genau. Einmal das letzte. Und einmal das dritte. Ja, super. Eigentlich war das eins, was ich wollte, aber egal. So, das heißt, er bekommt jetzt erstmal, geht er hier noch 2 hoch, da ist er uneinholbar. Und da passiert nichts, aber er bekommt 10 Siegpunkte. Und dann kommen hier noch Gebäude hin. So. Ja, eigentlich war genau das Gebäude das, was ich hier wollte, um mir noch einen Arbeiter zu holen. Wobei ich glaube, das ist eh schon zu spät. Was ist da denn? Ist das runtergefallen? Okay, vergessen. Nee, halt. Ja, Blödsinn, was ich gemacht habe. Gut, das war also Jopi. Das heißt, gehen eins weiter. Gehen hierher. So, jetzt habe ich ein bisschen was. Zuerst gehe ich mal hierher und nehme mir die 4 hier. Dann würde ich als nächstes hierher gehen. Das ist mein zweiter, den ich einsetze. Den dritten, den ich einsetze, der geht hierher. Und den vierten, den ich einsetze, geht hierher. Das heißt, ich habe 4 Stück eingesetzt, kostet mich 6 und 0, 0, 0, 0. Das heißt, ich zahle 6 Mais fürs Einsetzen. Und muss ja den Startstellermarker weitergeben. Und dann kommt erst noch Jopi dran. Genau. Die 5. Das heißt Chichen Itza mal wieder. Ah gut, wenn er da sitzt, ist glaube ich nichts. Das ist glaube ich ganz gut. Ja, genau. Dann passiert hier nichts, außer dass alle hier reinkommen. Das war gut, dass ich das noch gemacht habe in der Runde. Passiert also nichts. Gut. Ja, dann geht es wieder eins weiter. Das heißt noch 2 Runden. Und ich habe jetzt ja alle eingesetzt. Den kriege ich ja wieder. Das ist gut. Jetzt muss ich nämlich gucken, ob ich noch was Sinnvolles machen kann. Ich bräuchte eventuell noch ein Holz. Oh, das kriege ich aber da oben so nicht. Und da kriege ich das auch nicht. Ich könnte da noch irgendwo eins weiter, dann bekäme ich noch ein Holz mehr. Aber ich möchte eigentlich noch ein Gebäude bauen. Vor allem eins, das mir mal ein bisschen was bringt. Zwei Runden habe ich noch. 1, 2. Also nach der Runde. Das ist irgendwie. Ne, es hat nur noch einmal gedreht. Und eigentlich will ich auf jeden Fall das hier machen. Ich gebe 3 aus. Und gehe hier noch 1 hoch. Dass ich da wenigstens ein paar Punkte hole, weil ansonsten sehe ich gerade für mich nicht viel. Okay. Dann ist das schon die letzte Runde. Es gab keinen Startspielerwechsel. Da ja jetzt sonst nichts mehr passiert. Also nach der letzten Runde wird noch einmal gedreht, falls welche vom Rad fallen würden, was jetzt aber ja nichts mehr macht. Das heißt, ich spiele jetzt einfach meine 2 hier noch aus, die ich noch habe. Das heißt den hier
setze den Kristallschädel, gehe hier noch eins hoch, bekomme 5 Siegpunkte und nehme natürlich ihn hier und baue noch ein Gebäude. Bekomme ich noch einen Mais dafür, aber ich kann nichts Gescheites bauen, weil ich kann eigentlich gar nichts bauen, ganz ehrlich zu sein. Kann ich ihn dazu drauf lassen. Bringt also gar nichts, weil ich damit nichts, aber auch wirklich gar nichts anfangen kann. Ja, ist eher schlecht gelaufen. Eher miserabel gelaufen. Hat er jetzt seinen Zug schon gemacht oder habe ich jetzt vorgegriffen? Ich glaube, ich habe vorgegriffen. Okay, 2. Das heißt, er würde hier noch machen auf Jakschilan und er hält einen, gibt es keinen mehr, und sein Technologiebonus. Grau, ich glaube, das ist nämlich das hier. Das heißt, hier kriegt er 2 Technologieboni. Das heißt, er kriegt hier 2. Und ja, dann war es das auch schon, weil ich kann sonst ja auch nichts mehr machen. Ja, jetzt kommt die Endwertung. Das heißt, es gibt erstmal natürlich wieder hier das Erntefest. Und da sieht es jetzt für mich gar nicht so schlecht aus. Hier bekomme ich 6 Punkte plus die 6 Punkte hier. Das heißt, bekomme ich wenigstens schon mal 12 Punkte. Und er bekommt 2 Punkte. Hier bekommt er 12 Punkte. Das heißt 96, 106. Und ich bekomme einen Punkt und er bekommt nochmal 6 Punkte. Oje, oje. So, da bekomme ich 5 und 4, das sind 9 Punkte, 2, 7, 9 und er bekommt 3 Punkte, 1, 2, 3. So, jetzt gibt es noch, mal gucken, was die restlichen Punkte geben, die Schlusswertung. Das heißt, ich tausche jetzt Rohstoffe um, dafür kriege ich 2, 4, 7 Mais, Arbeiterzahlen kann ich ja hier raus, kostet mich also nichts, muss ich nichts mehr bezahlen. Jeder Mais gibt ein Viertel Punkt, das heißt 4 Mais ein Punkt, 1, und das sind nochmal 18, 3 Punkte, 1, 2, 3. Und pro Kristallschild, den ich noch habe, 3 Punkte, gibt nichts, Monumente habe ich keine, gibt auch keine Punkte. So, jetzt bekommt er noch Siegpunkte für alles wahrscheinlich. Endwertung. Okay, jetzt muss ich genau gucken, was das heißt. Also, du erhältst deine Punkte nach Standardregeln. Klar, Jopi erhält für in seinem Vorrat verbliebene Kristallschädel, wie du auch, je 3 zusätzlich, also je 3. Also das heißt, er hat 2, 4, 6, 7, das sind schon mal 21 Punkte. Das heißt, er hat mich jetzt nicht gleich eingeholt. Dann hat er 100 Punkte mehr als ich. Na super. So, zusätzlich wertest du noch Jopis Gebäude bzw. seine Monumente, die du von Jopi während des Spiels gesammelt, wobei du die von Jopi während des Spiels gesammelten Ernteplättchen und die noch in seinem Vorrat vorhandenen berücksichtigst. Hä? Ja, aber wie berücksichtige ich die? Das verstehe ich nicht ganz. Irgendwas berücksichtige ich jetzt noch die Ernteplättchen? Ah ja, Monumente sammelt Ernteplättchen. So wie Siegpunkte, ja, sammelt Ernteplättchen, hat 3 Ernteplättchen, die was geben, weiß keiner, steht nirgendwo. Achso, nur wenn er wahrscheinlich, wenn er da was hat. Aber das hat er ja schon gekriegt in dem Moment. Dann habe ich ihm die vorhin wahrscheinlich einfach schon gegeben in dem Moment und hätte wahrscheinlich bei den Monumenten die Punkte erst geben müssen, was sollen. Am Ende des Spiels,
Da schaue ich jetzt mal kurz. Monumente werden einmalig zu spielen, wenn ein Spieler wird es nicht durch ein neues Monument entfallen. Nur zum Spielende. Ah ja, okay. Das heißt, das habe ich ein bisschen falsch gewertet. Er hätte jetzt die Punkte bekommen, so wie auch die hier und die hier. Das ist der Sofortbonus hier drin und das sind die Punkte. Also ist eigentlich egal, er hätte es wahrscheinlich nochmal, ja genau, 3 Punkte mehr gekriegt als vorhin mit den Schädeln, aber ihr seht, er hat mich ja eh eingeholt, von daher, ja, gut. Also, das war das Solospiel zu Zolkin. Wahrscheinlich werden sich jetzt die meisten denken, was macht der da? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab's noch überhaupt nicht raus. Also ich habe auch bei den Standardspielen, also bei den Alone-Spielen, beim ersten Mal irgendwie 25 Punkte geholt, beim zweiten Mal lag ich irgendwo zwischen 50 und 60 Punkten. Ich fand, Jobi hat auch überbordend viele Punkte bekommen, allein durch diese Kristallschädel-Geschichte. Es waren ja 4 Stück von ihm gesetzt und glaube ich die höchsten, die hier liegen. Das sind ja schon mal 20, 30, 40, 40 Punkte mal ganz locker allein dadurch. Und ja, hat in den Tempeln Fortschritt gemacht. Ich weiß noch nicht so richtig, in Tempeln kam ich jetzt diesmal ganz gut voran. Ich bin halt hier nicht vorangekommen. Und dann hat mir immer wieder natürlich auch Mais gefehlt. Also das ist so ein bisschen, Also ist klar, das Spiel ist auf jeden Fall tricky, was das angeht. Und das soll es ja mit Sicherheit auch sein. Ich habe nur noch nicht so ganz verstanden, ob ich grundsätzlich einfach einen Fehler mache in dem Spiel oder ob ich es einfach schlecht spiele. Oder ob ich einfach noch ein paar Mal spielen muss. Ja, so ganz hat es mich jetzt noch nicht gepackt. Nicht nur, weil ich jetzt, sage ich mal, ja, einfach nicht gut spiele, sondern ich habe es jetzt irgendwie... Ich habe es, glaube ich, einfach noch nicht so richtig verstanden, das Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist so ein bisschen, ärgert mich auch so ein bisschen, weil eigentlich, ja, ich sag mal so, nach 2, 3 Spielen hat man schon so ganz grob kapiert, wie man so langsam vorwärts kommt. Aber ich habe in dem Spiel immer das Gefühl, ich bin eigentlich nur am Zug machen, damit ich überhaupt irgendwie meinen nächsten Zug irgendwie gestalten kann, beziehungsweise vorhin ja auch mit dem einen Arbeiter, den ich hier auf Chichen Itza sitzen hatte, mit dem ich nichts anfangen konnte. Und klar, ich hätte dann wieder einen rausnehmen können, müssen, der mir aber auch wieder nichts gebracht hätte. Vielleicht ist es dann auch mal sinnvoll, wirklich vielleicht 3 Stück auf ein Rad zu setzen und zu sagen, hey komm, ich mache jetzt hier mal in der nächsten Runde hier gleich 3 Aktionen auf einem Rad oder... Ja, ich habe es wirklich noch nicht so ganz raus. Ich weiß natürlich auch nicht, ob es vielleicht auch daran liegt, dass natürlich die Nichtspieler, beziehungsweise jetzt natürlich auch Jopi als Automat sozusagen, relativ starr sind. Also sie werden ja nicht irgendwann eingesetzt. Ne? Manchmal ist es vielleicht ganz praktisch, jemand sitzt vor dir auf die 0 oder auf die 1 und du bist als Dritter dran und kannst dann gleich auf die 2 setzen, weil du dann eben weiter oben schon was machen kannst. Hier muss ich einfach immer warten, bis die Räder so gedreht sind, dass dann auch wirklich im Endeffekt jemand so sitzt, dass ich dann vielleicht auch mal weiter oben einsetzen kann. Ich meine, abgesehen davon, dass ich dafür natürlich Mais brauche. Ich glaube und hoffe, ganz schwer hoffe ich das zumindest, dass das Spiel mit Mitspielern deutlich dynamischer wird und man deutlich mehr sieht, was man so macht und warum man es macht, weil jetzt war es eher so ein Hinterherjagen, um irgendwie irgendwas machen zu können. Ich konnte einmal bauen im Großen und Ganzen oder zweimal, konnte jetzt zum Schluss gar nicht mehr bauen. Ich hatte dann gar keine Rohstoffe mehr, die hätte ich hier oben wieder gebraucht. Dafür hätte ich aber dann wieder Mais vielleicht gebraucht oder die Null war nicht einsetzbar, weil ich dann kein Mais hatte und ja, also es gibt noch kein abschließendes Fazit. Fazit gibt es ja mal extra. Und ich werde natürlich auch erst nach dem Wochenende mir ein Fazit erlauben. Dann habe ich es insgesamt 5-mal gespielt, 3-mal alleine. Muss sagen, alleine hat es mich jetzt noch nicht gepackt und wird wahrscheinlich alleine auch nicht mehr wirklich oft bei mir auf den Tisch kommen.
Und ich hoffe, es packt uns einfach zu dritt am Wochenende und wir merken so den Mechanismus, spätestens im zweiten Spiel dann auch mit den beiden, dass wir da einfach sehen, okay, so und so muss ich vorgehen und dann auch ein bisschen taktisch, gerade mit dem Startspielermarker zum Beispiel, auch taktisch umgehen. Macht Sinn für mich die nächste Runde, dass ich Erster bin, ist es vielleicht geschickt, ich setze meinen Startspielermarker und gebe den Startspielermarker weiter, damit ich vielleicht Zweiter oder Dritter bin nachher. Das sind so die Überlegungen, glaube ich, in dem Spiel, weil ich glaube auch wirklich viel davon abhängt, auf welcher Position man sitzt, wenn man zu mehreren spielt. Und das, da hoffe ich mir, dass das wirklich nachher eine Dynamik im Spiel gibt, weil hier fand ich es jetzt relativ statisch und ich fand, ich mag sagen, ich habe es auch komplett schlecht gespielt. Klar, vielleicht muss man einfach taktisch ganz anders vorgehen. Aber ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich irgendwann die Kontrolle darüber habe, was ich auf dem Feld mache. Und ja, das bringt mich dann ja irgendwann zu dem Punkt, wo ich sage, naja, ich mache jetzt halt irgendwas und kriege das Spiel jetzt rum. Ich meine, wie ihr seht, der hat mich jetzt wirklich fast eingeholt, sind 100 Punkte mehr. Das ist natürlich dann eher sinnlos. Ne? Und ich meine, ich habe jetzt, ja, 45 Punkte ist nicht viel, wobei in dem You Alone, jetzt gucke ich mal ganz kurz, oder Only You heißt, ich sage immer You Alone, ich glaube bei 45 Punkten, ja, Auszubildender, das letzte Mal war ich glaube ich irgendwie Meister, da habe ich um die 60 Punkte irgendwie gemacht gehabt. Aber selbst wenn ich jetzt irgendwo bei 60 Punkten oder 70 gelandet wäre, ich auf 140 fast zu kommen, also sehe ich halt gerade überhaupt nicht, wie ich die erreichen soll. Gut, aber wie gesagt, war jetzt ein Solospiel. Ich hoffe, es hat euch trotz allem Spaß gemacht. Also es hat ja vielleicht zumindest mal einen Einblick gegeben, wie das Solospiel mit Jopi funktioniert, wie grundsätzlich der Mechanismus funktioniert. Es mag auch sein, dass vielleicht auch nochmal der ein oder andere kleine Fehler drin war. Ich glaube, ich habe einmal auch vergessen, meine Arbeiter zu bezahlen. Kann auch sein, dass ich da mal vergessen hatte, vielleicht mal einen Mais zu setzen, aber ich glaube, ansonsten habe ich die Regeln korrekt umgesetzt. Das ist ja eigentlich schon wichtig, dafür ist ja auch sowas da, damit man eben den Mechanismus sieht mit den richtigen Regeln. Und ja, werde dann mich dann morgen ans nächste Spiel setzen. Das wird Teotihuacan sein. Da freue ich mich definitiv schon drauf, das habe ich schon ein paar Mal gespielt. Ich hoffe, ich spreche jetzt nicht zu viel und hoffe, dass ich dann natürlich da besser aussehe gegen einen Solo-Gegner. Aber da habe ich, glaube ich, auch schon zwei, drei Solo-Partien gespielt und auch ganz gut ausgesehen. Ich habe es schon länger nicht mehr gespielt, aber ich glaube, da komme ich auch wieder gut rein. Und Teotihuacan ist auch ein Spiel, das bei mir so in den Top-Listen ist. Also ich würde mal sagen, bestimmt Top 20 auf jeden Fall. Mag ich total das Spiel. Ist immer nur ein bisschen schwer, jemanden zu finden, der mitspielt. Aber in anderthalb Wochen kommt es ja auch auf den Tisch. Ja, ich hoffe, wie gesagt, es hat euch trotzdem gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Dürft natürlich gerne meinen Kanal abonnieren. Und ich erwähne es einfach nochmal. Ich hoffe natürlich, wir sehen uns in anderthalb Wochen an unseren Spielentagen und da könnt ihr euch Zolkin auch nochmal mit zwei Mitspielern angucken. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Spielwald sagt auf Wiedersehen, bis bald und spielt noch schön.